Okay, ich wurde gefragt, ob es möglich ist, die Double Thumb Technik auch auf einem Fünfseiter zu lernen, weil da unter Umständen die Seiten so nah beieinander liegen. Das ist auch eine individuelle Frage, aber generell kann ich sagen, ich habe schon Leute Double Thumpen sehen auf Fünfseitern und auf Sechsseitern, die ja alle generell eine eher engere Seitenlage, einen engeren Seitenabstand haben, der Seiten zueinander. Ich habe es gesehen und es ist prinzipiell schon möglich. Wahrscheinlich kommt es individuell gesehen wieder auf deine Daumenbreite an und aber vor allem auf deine Technik. Denn was ich ganz oft erlebe, ist, dass Leute Sachen auf ihre Anatomie schieben, die sie eigentlich nicht auf ihre Anatomie schieben sollten, sondern die sie eher auf ihre Übendisziplin schieben sollten. Ich lese dann was von zu kurzen Fingern oder zu kleinen Fingern oder zu dicken Fingern oder dies oder das oder jenes. Und immer wenn mir jemand sowas schreibt, ich habe zu kurze Finger, ich habe zu dicke Finger, dann denke ich mir, hey, mir fällt bestimmt irgendein brillanter Bassist ein oder Bassistin, der die noch kürzere oder noch dickere Finger hat als du, aber das trotzdem spielen kann. Also diese physischen Begrenzungen, die gibt es natürlich. Also man kann auch für einen bestimmten Bass oder eine bestimmte Technik oder ein bestimmtes Ding in einer bestimmten Geschwindigkeit die falsche Anatomie haben, natürlich. Aber das ist dann hier High-End, ja, das ist Olympia. Ich sag mal, im allergrößten Leistungsbereich, da entscheiden dann irgendwann so anatomische Sachen, ob man denn dennoch fähig ist dazu, ja, und wer die beste Anatomie hat und am meisten geübt hat und als Kind mit 3 Jahren angefangen hat und das beste Talent hat und dessen Mutter in der Schwangerschaft nicht geraucht hat, der kriegt das dann hin, im Gegensatz zu anderen, die das dann halt nicht hinkriegen. Aber das ist halt wirklich hier. So, das ist nicht bei Double Thumb. Double Thumb ist nicht mehr hier. Double Thumb war hier, als Victor Wooten das als erster auf YouTube gezeigt hat. Mittlerweile ist Double Thumb hier eigentlich. Das ist relativ schnell ja, das ist relativ weit verbreitet und es ist auch echt spannend. Das ist eigentlich ein spannendes Thema, weil ihr müsst euch mal so alte Olympia-Videos angucken, was in den 50er Jahren zum Beispiel eine Goldmedaille gekriegt hat bei Olympia. Das reicht heute nicht mehr bei der Qualifikation. Also, die Skills entwickeln sich so weiter und nicht nur von Person zu Person, sondern die Skills im Grunde der gesamten Menschheit. Also, wenn einer was schafft, was vorher ein anderer noch nicht schaffte, dann ist er in gewisser Weise ein Vorbild für andere, indem er denen zeigt, hey, das geht, es ist menschenmöglich. Und bis der Nächste das schafft, dauert das dann gar nicht mehr lange. Also ganz oft ist es so, dass einer so einen Meilenstein erreicht und dann geht's ba, 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 ba. Dann machen das ganz viele auf einmal, ja. Was wollte ich sagen? Bin abgeschwoffen. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, was alles erreichbar ist. Und dass im Grunde jeder, der seine eigenen Fähigkeiten steigert und irgendeine Grenze verschiebt, nicht nur seine eigene Grenze verschiebt, sondern auch die Grenzen von Generationen, die nach ihm kommen. Das finde ich super, super spannend, dass wir nämlich nicht nur als Personen und als Individuen lernen, sondern im Grunde als gesamte Menschheit. Das find ich einfach geil. Wir sind eigentlich gar keine Einzelpersonen, sondern im Grunde ist die Menschheit ein ganzer großer Organismus. Eigentlich ist die ganze Welt ein großer Organismus. Eigentlich ist das Universum ein großer Organismus. Aber wir fangen mal bei Menschheit an.